Hi zusammen, ich bin Rolf von Kreativbüro und heute von meinem Linux-Rechner, nein, von meinem Windows-Rechner und auch wieder mit einem GIMP-Tutorial. Und zwar, ich habe gemerkt, beim den Anwendern ist Windows nach wie vor immer noch bevorzugt vor Linux und deswegen habe ich jetzt auch mal wieder eingerichtet. Hier unten seht ihr auch, habe ich noch meine ganzen anderen Grafikprogramme drauf, aber ich arbeite hauptsächlich auch im professionellen Bereich mit GIMP. So, wir werden heute eine Komposition machen aus mehreren Bildern, und zwar, wir haben hier Wolke und dann haben wir hier ein Schloss, einen Wolf, eine Frau. Die habe ich schon freigestellt. Ich hänge direkt hinten ans Video, hänge ich in kurzer Speedart, wie ich die hier freigestellt habe. Aber das mache ich erst hinterher. So, dann machen wir das mal weg und das machen wir weg. Also wir haben hier Wolf, Frau, Wolke, Wolke und unsere Burg. So, die Burg kopieren wir einmal, schalten die untere Ebene aus und beschreiben die gleich mit Burg. So. Gewöhnt es euch an, die Ebenen zu beschreiben, sonst kommt ihr nachher durcheinander. Jetzt rechte Maustaste, Alpha-Kanal hinzufügen. Was machen wir? Wir nehmen jetzt hier unsere magische Schere und werden einige Teile aus diesem Bereich rausschneiden. Und zwar hier oben, den oberen Teil, auch hier noch ein Teil davon weg, damit man diese Sonne nicht hat. Und hier unten, den unteren Teil, werden wir rausschneiden. Ich verlinke euch nachher auch noch die Bilder, damit ihr das auch schön nachmachen könnt. Ich habe alle Bilder von pixabay.com runtergeladen. Die sind alle lizenzfrei und alle unter CC0 Lizenz, also man kann die auch gewerblich nutzen. Okay, fangen wir mal an. Magische Schere. Warum nehme ich diese magische Schere? Ich möchte hier eine gewisse Unregelmäßigkeit reinbekommen, welche ich mit dem Pfadauswahlwerkzeug eigentlich so gar nicht hinbekomme. Ihr seht, die magische Schere sucht sich hier immer so die Farbpixel in der Umgebung und umrandet diese. So, hier oben haben wir die Sonne, dann nehmen wir das gleich mal raus. Jetzt machen wir das Bild mal ein bisschen kleiner. Ziehen hier mal rüber. Wichtig ist jetzt, wir müssen an den ersten Punkt klicken. So, die Auswahl ist geschlossen. Wir klicken einmal hier in die Mitte rein und drücken Entfernen. Ihr seht, es hat hier oben nicht alles weggenommen. Deswegen gehen wir jetzt auf Auswahl, Nichts, Radierer, nehmen uns einen normalen Pinsel und machen das hier oben weg. Ich mache es mal größer, dass ihr es nochmal seht. Und machen das hier oben weg. So, auch hier drüben noch. So, haben wir das mal weg. Ihr seht, die Unregelmäßigkeit ist da. Dasselbe Spiel machen wir hier unten. Ich nehme wieder meine magische Schere. Fange hier unten an. Nehme mir das hier und klicke hier rein. Und ihr seht selber, hier die Unregelmäßigkeiten kommen von ganz alleine. Ich muss da nicht anfangen mit groß rumvorwerken und rummachen. Und ich muss hier auch nicht so direkt und genau klicken, weil wir ja im Nachhinein das Bild noch weiter bearbeiten ein bisschen. Ja. Geht dann auch immer relativ schnell. Ich zeige euch jetzt mal, was ich eigentlich nachher noch machen möchte. Dieses Licht hier werden wir nachher noch rausholen, weil ich glaube, es stört. Ah. Und deswegen werden wir jetzt hier rumgehen. Und unsere Auswahl wieder zusammenführen. Ihr seht, zusammen in die Mitte reinklicken, auf Entfernen klicken. So, machen wir kleiner. Und ihr seht, es passt hier nicht. Deswegen werden wir jetzt hingehen und werden hier oben, deswegen auch mit der magischen Schere, diese Unregelmäßigkeit
ganz einfach, klicken wir rein, entfernen, so, Sonne weg, perfekt, sieht hier schon mal gut aus. Wer jetzt noch möchte, könnte jetzt hier oben sagen, okay, der Torbogen ist nicht hundertprozentig so schön, passt eigentlich auch nicht, dann machen wir den noch mal ein bisschen anders, so, zack, in die Mitte rein, entfernen, Auswahl nichts und wir haben einen schönen unregelmäßigen Torbogen. Was machen wir als nächstes? Als nächstes holen wir uns den Himmel rein und zwar nehmen wir diesen. Dazu klicke ich mir dieses Bild an und ziehe es mir hier rein. Zu klein brauche ich euch nicht erklären. Skalieren. Zack. Nun ist mir diese Farbe relativ, ja, noch nicht zu, ich schiebe die mal hier unten drunter, noch nicht zu dramatisch genug, deswegen habe ich mir eine zweite Ebene mit Wolken runtergeladen. Lege mir diese hier oben drüber. Passe mir diese an, weil hier unten, ihr seht, haben wir ein bisschen etwas. Passe mir diese an. Ja. Und nun, wichtig, ich klicke auf diese zweite Ebene. Ebenenmodus auf weiche Kanten. So, ihr seht den Unterschied, schaut mal genau hin. So. Die Struktur von der unteren kommt mit durch auf die oberen. So, rechte Maustaste nach unten vereinen. Doppelklick drauf. Wolken. Rechte Maustaste, Ebene auf Bildgröße. Was machen wir als nächstes? Als nächstes werden wir ein bisschen die Farbe anpassen. Dazu nehme ich jetzt meine Wolkenebene, gehe auf Farben, gehe auf Kurven und ziehe mir erstmal die Kurven ein bisschen runter. Ihr seht, es wird dunkler und auch hier zum direkten schwarzen, das hier ist der Schwarzpunkt, die hintere hat keine Farbinformation, also ziehe ich das bis an meine erste Farbinformation ran und ihr seht, es wird alles schön dunkel. Gehe mir auf OK. Als nächstes gehe ich auf Farben, auf Farbabgleich, erhöhe ein bisschen den Blauanteil und somit wird mein Gelbanteil weniger. Und beim Cyan, wenn ich es nach Rot hochschiebe, seht ihr es, dramatisch rot. Ein bisschen nach oben. So. Auf OK. Und nun gehe ich nochmal auf Farben, auf Sättigung. So ist sie normal. Und mache die Sättigung ungefähr auf so 0,7. Runter 0,8. Auf OK. Nun gehen wir auf unsere Burgebene. Und auch hier machen wir Farben, Kurven. Hier seht ihr, wir haben den Schwarzwert schon ziemlich ausgefüllt. Mache ich insgesamt mal dunkler. Und gehe mal so hier in die Mitte rein. Ihr seht. Und ziehe mir das nochmal ein bisschen dunkler. Auf OK. Dann gehe ich nochmal auf Farben, diesmal auf Werte und ziehe mir den Weiß ein bisschen nach unten, so wie es euch gefällt. Und diesen Regler hier wieder ein bisschen Richtung Weiß. Ah. Und es fängt doch schon an, richtig gut und düster auszusehen. Bestätige es mit OK. Der nächste Punkt ist nochmal, ich gehe auf Farben, Sättigung und jetzt hole ich mir ein bisschen die Farben raus. Ich lasse gerade alles so auf diesen 0,789, wie ich es vorhin bei den Wolken gehabt habe und bestätige. Sieht ja schon mal recht düster und finster aus. Als nächstes werde ich hingehen, werde mir meine Frau
nehmen und werde diese auf meine Burgebene reinziehen. Ich suche hier ein schönes Plätzchen zum Hinstehen. So, und wenn ich mir jetzt mal die Frau ganz genau begutachte, ist sie natürlich viel zu hell. Hier unten ist noch etwas, wo wir wegmachen müssen. Zack. Viel zu hell, und sie leuchtet ja eigentlich wie ein Engel, und das wollen wir ja nicht. Deswegen gehen wir auf Farben, Kurven, machen die Damen ein bisschen dunkler, und auch hier ziehen wir den Schwarzanteil nach oben, bestätigen mit OK. Farben, Farbabgleich. So, jetzt müssen wir den leichten Gelbstich wieder reinkriegen. Ja, oder leichten Blau. So, gehen wir gelblich, okay. Auf OK. Und nun nochmal auf Farben, Sättigung. Und jetzt machen wir dasselbe wieder mit dem Hintergrund. Wir lassen die Sättigung so, wie sie ist. Auf OK. Wenn ich jetzt die Dame mir aber mal genauer angucke, sind wir hier die Kanten alle noch viel zu scharf. Deswegen machen wir jetzt einen kleinen Trick. Rechte Maustaste auf die Frau, die machen wir jetzt erstmal, titeln wir als Frau. Rechte Maustaste auf Frau, Auswahl aus Alpha. Auswahl verkleinern um 2 Pixel. Wir klicken auf OK. Nun drücken wir STRG C, STRG V, und ihr seht, hier oben hat sich eine schwebende Ebene eingeführt. So, und jetzt einmal hier unten auf eine neue Ebene. Nun gehen wir auf die Frau-Ebene, Filter, Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichner, und ungefähr so auf, ja, auf 2 und bestätige mit OK. Na, ihr seht, es gibt einen weichen Übergang. Wenn euch das zu sehr ist, ich mache das jetzt extra so weich, weil ich werde hier nachher noch Wolken reinbringen, und somit wird es besser aussehen. So, nächster Punkt. Rechte Maustaste auf die oberste Ebene, nach unten vereinigen. Wir haben eine Frau, eine Burg, eine Wolkenebene. Dasselbe Spiel. Wir nehmen den Wolf, ziehen den Wolf hier rüber, hier rein, schauen von der Größe her, natürlich viel zu groß, skalieren, setzen ihn ein bisschen kleiner, an eine Position, wo er einigermaßen hinpasst. Da ist der Wolf immer noch von der Proportion zu groß, um ihn natürlich erscheinen zu lassen, ein bisschen kleiner. Ah. Setzen die Ebene hinter die Frau und setzen den Wolf an die richtige Position. Ah. Beim Freistellen vom Wolf, der lag auf einem schönen, auf einer schönen Wiese, sind wir hier natürlich noch ein paar Sachen, die kriege ich nicht einfach raus, also bleibe ich hier auf der Wolf-Ebene. Nehme mir meinen Radiergummi, suche mir eine Wolken aus, verkleine mir diese. Die Wolken könnt ihr außerdem auf DeviantArt runterladen. Gehe mit der Härte ein bisschen runter. So, und radiere hier unten ein bisschen den Rand rum. Und somit sieht es nämlich auch aus, als ob der Wolf sich hier richtig schön hingeschmissen hat, und anstatt dass das Gras hochläuft, ist der Dreck dann oben. Ja, und auch hier noch ein bisschen können wir machen, dann fällt es hier nicht mehr so stark auf. Und um das Grün jetzt hier wegzubekommen, nehme ich einen Pinsel. Bleibe auf dieser Wolfebene, mache den Pinsel nicht zu groß, so ungefähr. Gehe auf mein hier Klonenwerkzeug, STRG und klicken.
und fülle mir das Grün hier gerade mal aus. Ah, so schlimm ist es gar nicht. Hier drüben auch nochmal. Ich klicke STRG, linke Maustaste und ziehe hier runter. Ah. Hier STRG, linke Maustaste und weg mit dem Gras, zu viel. Hm. Wir wollen ja nicht kleinlicher sein als der Papst. So, beim Wolf lasse ich jetzt aber, durch das, dass wir beim Wolf hier diese Haare drin haben und der schon ein bisschen unschärfer ist, lassen wir das jetzt mit dem Weichzeichen im Hintergrund. Bei der Frau haben wir natürlich auch hier die Füße, die müssen wir noch ein bisschen verschwinden lassen. Ich gehe auf die Frau. Entschuldigung. Radiergummi. Und machen wir hier ein bisschen Unebenheit rein. So, dann sieht es nämlich so aus, als ob hier Dreck drüber ist. So. Gut. Die Grundidee stimmt schon. Jetzt werde ich mir aber noch da hinten ein bisschen Wolken reinholen. Dazu klicke ich erstmal auf die Burgebene. Eine neue Ebene mit Transparent. Okay. Schalte mir mal die Frau und den Wolf aus. Was habe ich jetzt hier? Eine dunkle Wolke und hier werden wir jetzt noch ein bisschen den Eingang verändern. Dazu nehme ich jetzt einen Pinsel. Nehme mir meine Wolkenbrushes. Ja, okay. Nehme mir meine Farbpipette. Gehe mir nochmal auf die Wolkenebene. Und hole mir hier das hellere Grau mal raus. Pinsel, Ebene, betiteln wir gleich mit Wolkenfluss. So, und nun klicke ich hier ganz einfach mal rein. Wichtig, ihr seid auf der Wolkenflussebene. Ah. Jetzt nehmen wir eine andere Wolke, nehmen wieder unsere Farbinformationen, gehen auf die Wolkenebene, klicken hier rein, ihr seht, es hat sich ein bisschen was verändert. Pinsel, Wolkenfluss, jetzt machen wir es ein bisschen größer. So, nächste können wir nochmal hier reinmachen und hier. So, machen wir mal unsere Dame und unseren Wolf hierher. Soweit passt es. Oberklick auf die Frau. Neue Ebene. Okay. Nun nehmen wir eine Wolke nochmal. Machen die Farbe noch mal ein bisschen heller. Ich mache das Bild jetzt hier auch zum ersten Mal. Ich habe nur die Frauen schon mal freigestellt und den Wolf, weil ich den mal irgendwo anders gebraucht habe. Gehe auf meine Wolkenebene. Hell, okay. Oben. Und setze mir auch hier vorne noch mal ein bisschen im Vordergrund diese Wolken rein. Nehmen wir nochmal eine andere Wolke. So. Soweit gefällt es mir. Betitel ich als Wolkenfluss 2. Ah. Wolkenfluss 2 lasse ich aktiv. Filter, Weichzeichner, gaussischer Weichzeichner. Ungefähr auf 8 bis 9. Ihr seht, es passt. Wolkenfluss 2. Ich mache es jetzt mal größer. Filter. Gaussischer Weichzeichner. Und es verändert sich. Wir gehen auf OK. So. Und somit haben wir schon das Grundbild soweit fertig. Wir gehen auf unsere oberste Ebene. Rechte Maustaste.
neuer sichtbaren und diese duplizieren wir uns gleich mal. Gehen auf die untere, also auf diese sichtbare Ebene hier, gehen auf Filter, JMeg, dann gehen wir auf Colors, Color Grading. So sieht es normal aus. Nehmen den HDR-Effekt und ziehen ihn ungefähr auf 50 hoch. Cool Warm, das heißt kalt warm, gehen wir mal runter auf circa minus 20. Shadows gehen wir auf 10 ungefähr. Ihr seht es, ich zeige es mal. 0. Es werden hier die Schatten hervorgehoben, also gehen wir ungefähr auf 10. Die Highlights, schaut hinten auf die Wolken und auf die Frau, gehen wir ungefähr auf 20 und den Rest lassen wir. Das hier unten ist alles eine Spielerei, so wie es euch gefällt. Bestätige mit OK. Jetzt muss er mal kurz was rechnen. Sommerwinter, Sommerwinter, 5 Jahre später. Da ist also mein Linux-Rechner doch ein bisschen schneller. Es braucht halt ein bisschen. So, mit diesem Color Grading kann man auch unwahrscheinlich gut einen HDR-Effekt nachahmen. So, ich zeige euch mal. So sieht es jetzt aus. So. Jetzt gehen wir auf die obere sichtbare Kopie-Ebene. Gehen auf Filter, JMeg. Gehen auf Black and White, Freaky Black and White. So sieht es normal aus. Dieser Oddness, ich zeige euch mal, das ist so dieser, dieses Verrauchte da oben. Gehen wir zurücksetzen, ungefähr so auf, ja, so bis maximal 30, mehr werde ich gar nicht machen. Den Kontrast erhöhen wir. So, ihr seht es hier, was dabei rauskommt. Hier wird nochmal dieses Hell-Dunkel, dieser Kontrast nochmal extrem unterstützt. Bestätige mit OK. So, braucht auch noch eine gewisse Zeit zum Rechnen. Der rötelt sich ja ganz schön ein ab. Jetzt hat er es aber gleich. Ah. Ihr seht hier einmal meine Schwarz-Weiß-Ebene. Einmal meine kalte HDR-Ebene. Und so sieht es normal aus. Also, wir gehen auf unsere Schwarz-Weiß-Ebene. Und jetzt nehmen wir die Deckkraft runter auf ca. 50. Einen leichten Farbstich drin, was ich unwahrscheinlich schön finde. Kann man natürlich jetzt auch noch ändern, so wie ihr möchtet. Rechte Maustaste, neuer sichtbaren. Nun gehen wir nochmal auf Filter, JMeg, gehen auf Frames, Rahmen, suchen uns den Polaroid-Rahmen raus. So sieht es normal aus. Original, also Vignettenradius auf 0, Minimumradius auf 0, hier auf 0, Winkel auf 0. So, haben wir. Smoothless runterziehen, dann wird er größer. Shadows können wir alles so lassen. Bottom Size gehen wir noch ein bisschen runter, das ist der untere Rahmen. Den brauchen wir nicht auf 20 zusätzlich, sondern wir machen 10 oder wir machen sogar hier oben 7. 7. Bestätigen mit OK. Und schon haben wir einen schönen Rahmen um das Bild, wo wir hier unten jetzt auch noch beschreiben könnten.
Aber das lasse ich jetzt. So, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Gebt mir einen Daumen hoch. Ihr seht, mit GIMP kann man unwahrscheinlich tolle Composings machen. Abonniert meinen Kanal, würde mich freuen. Bis dahin. Tschüssi, euer Rolf.